Ob Besucher oder Urlauber, gut aufgehoben fühlen sie sich in dieser Stadt. Nach Grimmelshausen Simplicissimus war das in Rheine offenbar schon im Jahre 1637 nicht anders. Das liegt an den Menschen, die hier wohnen. Sie sind keinesfalls von jener ihnen nachgesagten Wortkarheit. So finden die aktuellen Tagesthemen schon mal am Tresen oder am Stammtisch, den so beliebten westfälischen Massenmedien, statt. Diskutiert wird von links nach rechts über Gott und die Welt. Dazu natürlich ein leckeres Münsterländer Pilz und feinen westfälischen Landwein, 32-prozentiger, klarer, ehrlicher Korn. Da nimmt man schon mal einen Schluck, wie es sich gehört, oder auch mehrere. Wir haben also sehr viele Sachen, die in den Iran gehen, wenn wir da die Beziehung abbrechen. Noch eine Runde Korn für die Stammtischbrüder. Prost, denn man kommt noch früh genug zu spät. Und nach dem Kegeln, jenem gern ausgeübten Massensport, gibt es bei Jüppi schon mal den unübertroffenen Buchweizen-Pfannekuchen und leckere Bratäpfel. Schöne Schweineteile in Form des berühmten westfälischen Schinken gibt's immer. Die wichtigste Zutat zum Produkt des grunzenden Lieferanten ist dieses gotische Brot, das nun mit einem Handball vom großen Leib herunterzuhauen ist, das Pumpernickel. Der Conte Chigi, später bekannt als Papst Alexander der VII., der als Nuntius Roms kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges angereist war, um den westfälischen Frieden mitzuberaten, mokierte sich, dass es in dieser Gegend kaum anderes gäbe als Regen und Pumpernickel, dieser angebliche Gourmet. Dabei war das delikate westfälische Pumpernickel vom Altbierbrauer Wirt und Bäcker Nikolaus Pompey, genannt Pompeys Nickel, gerade erst während des Dreißigjährigen Krieges erfunden worden. In dieser Zeit lebte auch der alte Stadtbote Veit, dem man sogar ein Denkmal setzte, weil er aus der belagerten Stadt heraus seinen treuen Pudel mit einem Brief nach Münster schickte, um die Kaiserlichen zu bitten, Rheine von den schwedisch orientierten Hessen zu befreien. Am 25. Januar wurden dann die Belagerer in aller Herrgottsfrühe ihres schönen, warmen Quartiers beraubt. So muss es wohl gewesen sein, am Tage Kolle Paul anno 1635. In der Rheiner Szene ist auch immer etwas los, bis spät in die Nacht, denn es gibt muntere Treffpunkte. Ein Publikumsmagnet ersten Ranges ist die Rheiner Straßenparty. Das westfälische Pilz und der Ochse am Spieß fehlen genauso wenig wie Jazzballett oder Volkstanz. Man pendelt zwischen Beat, Rock, flotter Blasmusik und Gitarrenspiel und erlebt Gegensätze, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Hier wird altes Handwerk kunstvoll zelebriert. Gibt es Kindermahlstuben, Puppenspiele, Straßentheater und Gaukler. Einen runden Geburtstag der Stadt sieht man besonders deutlich, wie jung sie geblieben ist.
Wenn mit dem Riesenfeuerwerk Ems in Flammen die Straßenparty beendet ist, dann freut man sich schon auf die kommenden Veranstaltungen. In Rheine gibt es viele Gelegenheiten, westfälisches Brauchtum mitzuerleben. Dank zahlreicher aktiver Heimatfreunde ist das überlieferte Kulturgut lebendig geblieben, in Sprache, Musik und Tanz. Zu den farbenprächtigen Trachten der einheimischen Traditionsgruppen gesellen sich häufig Volkstanzgruppen aus der Nachbarschaft. Sie alle sind auf den Straßen der Stadt höchst willkommene und gern gesehene Gäste. Die Pflege kultureller und geselliger Werke übernehmen auch die vielen traditionsreichen Schützenvereine, die hier zu Hause sind. Zahlreiche Schützenfeste als überliefertes Kulturgut sind bekannt, beliebt und Ausdruck tiefer Tradition. Ein intaktes, vielseitiges Vereinsleben bildet das gesellschaftliche Rückgrat einer Stadt, die ihre Umgebung liebt, von ihr profitiert und Lebensqualität bezieht. Eigeninitiative wird in Rheine großgeschrieben. Bürger helfen sogar, mit viel Idealismus Parks anzulegen. Das beste Beispiel, der Walshagenpark im Schottock. Diese Eigeninitiativen ermöglichen aber auch ein individuelles, variantenreiches Kulturangebot. Denn Kunst und Kultur in Rheine ist mehr als das Warten auf ein gelegentliches Gastspiel. Kleinkunst, Jazz, Dichterlesungen, literarische Bühnen, Vernissagen, Kabarett oder Liederabende sind in. Von Laien oder von Professionellen, bürgernah, mit viel Atmosphäre an den verschiedensten Orten vorgetragen und präsentiert. Einmal im Jahr verleiht die Stadt den Kulturpreis und in Eddys Pinte wird alljährlich der begehrte Kleinkunstpreis vergeben. Ich freue mich aber zu dir, dass wir uns heute Abend erneutermaßen die Ehre geben und erneutermaßen hier bei uns zu Gast. Herzlichen Glückwunsch, viel Ehren für die Zukunft und danke. Natürlich gibt es Tourneetheater, mit dem sich die Freunde von Konzert, Oper und Ballett, von Schauspiel und Komödie treffen.